Aus unseren heimischen Küchen kaum wegzudenken ist der Hähnchenschenkel. Ich habe hier mal eine nahezu klassische Variante, nämlich Hähnchenschenkel aus dem Ofen. Der einzige Unterschied, ich habe sie nicht einfach nur gewürzt, sondern 3 Stunden in Marinade eingelegt. Marinierte Hähnchenschenkel aus dem Ofen, darum geht es in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier die Zutaten, die da wären: 4 Hähnchenschenkel, 300 ml Speiseöl, 2 Esslöffel Paprika edelsüß, 1 Esslöffel Würzhilfe, die selbstgemachte von mir, 1 Esslöffel Salz, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer, 1 Glas eingelegte Karotten, eine mittelgroße Zucchini, eine kleine Zwiebel, Schnittlauch aus dem Garten mit Blüten und 1 Esslöffel Butterschmalz zum Braten. Hier oben könnt ihr das Video zu meiner selbstgemachten Würzhilfe aufrufen. Da die Hähnchenschenkel 3 Stunden in der Marinade ziehen müssen, bereiten wir die als erstes vor. Die Hähnchenschenkel werden gewaschen und von allen Seiten gut getrocknet. In ein geeignetes Gefäß kommen nun 300 ml die Gewürze und dann werden die Hähnchenschenkel darin eingelegt. Am besten werden die Hähnchenschenkel alle 30 Minuten gedreht und gewendet, damit sie von allen Seiten gleichmäßig ziehen können. Dann den Schnittlauch waschen, abtropfen lassen und die Blüten von den Stängeln abknipsen. Die Blüten sind nicht nur dekorativ, sondern können mitgegessen werden. Sie haben einen leicht süßlichen Geschmack. Ungefähr 1 bis 2 cm unterhalb der Blüte ist der Stiel sehr knorkig und hart. Dieses Stück sollte entfernt werden. Es ist zwar nicht schädlich, ihn mitzuessen, aber er schmeckt nicht. Dann wird der restliche Schnittlauch geputzt und in kleine feine Röllchen geschnitten. Da ich nicht den ganzen Schnittlauch brauchte, habe ich ihn in eine Dose verpackt. Den Rest habe ich dann eingefroren. Dann wird die Gemüsebeilage vorbereitet. Das Glas Karotten abschütten und abtropfen lassen, die Zucchini waschen und in Würfel schneiden. Dann die Zwiebel schälen und ebenfalls in Würfel schneiden. Bevor das Gemüse dann zubereitet wird, müssen ja die Hähnchenschenkel noch in den Ofen. Marinade rausgeholt, kommen auf ein mit Backpapier belegtes Blech und dann wird der Rest der Marinade noch drüber gegossen. Jetzt kommt das Blech bei 180 Grad Umluft für 45 Minuten in den Ofen. Die Zubereitung vom Gemüse ist relativ einfach. Butterschmalz in einem Topf erhitzen, die Zwiebeln rein, etwas andünsten, dann die Zucchinis dazu, die etwa 10 Minuten lang vordünsten und dann kommen die Karotten dazu und kurz vor Garzeitende der geschnittene Schnittlauch. Den Ofen, in dem die Hähnchenschenkel schön brutzeln, jetzt auf 200 Grad hochheizen und für 10 Minuten weiterbacken. So bekommen Sie eine schöne, krosse Haut. Jetzt, wenn alles fertig ist, noch schön anrichten und dann lasst es euch schmecken. Übrigens, die Pommes waren gekaufte Pommes, die habe ich im Ofen einfach nach Packungsanleitung zubereitet. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.